Wunderbar. Und jetzt ist der Güterbahnhof mehr oder weniger betriebsbereit. Es fehlt nur noch der Anschluss. Beim Anschluss sollte man also auch aufpassen, dass man hier nicht das nicht so macht, wie ich es jetzt hier gemacht habe. Mit diesem Bahnhof, dass man so einen Kopfbahnhof baut, sondern einen Durchgangsbahnhof. So, eine Dreiecksverbindung. So, das würde also zu ziemlichen Verkehrsstörungen kommen, wenn wir das jetzt so lassen würden. Deswegen baue ich das jetzt hier so. Und da wir dann auf die andere Seite anschließen wollen, um irgendwelche Probleme gleich zu vermeiden, baue ich mal hier eine Brücke drüber.